walking through the valley, move based on Ventura Boulevard. All the bad boys standing in the shadows. All the good. I wanna glide down over Mulholland. Wanna write her name in the sky. Gonna free fall out into nothing. Gonna leave this world for a while, and I am free. Oh, free falling, and I free falling, free falling, and I free falling, and I free falling, yeah, free. Herzlichen guten Abend. Ja, wunderbar. Wir haben sogar heute auf der Galerie Gäste. Sehr schön. Mein Name ist Stefan Meyer. Ich bin der Gastgeber im Café und Salon Luitpold. Ich sehe viele neue Gesichter. Freut mich sehr. Zum Auftakt einer neuen Reihe des Salons, die wir den beiden Damen zu meiner Rechten, zu ihrer Linken zu verdanken haben. Tabia Schneider außen und Alexander Ochs, die sich das ausgedacht haben, bei uns hier mit uns gemeinsam eine Reihe zu starten, die so ein bisschen jugendlicher, niederschwelliger, unterhaltsamer mit Musikprogramm sie verlocken soll, über Politik nachzudenken, sich Fragen zu stellen, in welcher Welt wir leben wollen, was wir für Herausforderungen vor uns haben. Und ich finde es wunderbar, dass wir so ein gemischtes Publikum haben. Und ich halte mich gar nicht länger auf. Ich lade Sie nur ein, das Veranstaltungsprogramm, das hoffentlich auf allen Tischen liegt, mitzunehmen und vielleicht sogar zwei, drei der Zettel mitzunehmen und von uns zu erzählen. Ansonsten wünsche ich eine kurzweilige Diskussion und übergebe an die wunderbaren Alexandra Ochs. Und jetzt gleich mal einen Applaus für die beiden. Herzlichen Dank und auch ein herzliches Willkommen im Namen der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Und wir freuen uns ganz herzlich, Sie alle zu unserem ersten Politico-Aperitivo begrüßen zu dürfen. Auch nochmal einen herzlichen Dank an Stefan Meyer, dass diese tolle Kooperation zustande gekommen ist. Auch ein Danke nochmal an Uta Löhrer, unsere stellvertretende Direktorin, die heute Abend auch da ist. Und natürlich auch herzlichen Dank an Lukas und Maxi für diese tolle Musikuntermalung, die wir nachher auch nochmal hören werden. Ja, wie schon gesagt, das ist unser erster Aperitivo Politico und wir haben uns gedacht, dass es total spannend sein könnte, immer so nach der Arbeit, after work, ein Event zu haben, bei dem man die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich im Jahr 2035 leben, miteinander leben. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir laden viele verschiedene Expertinnen über die nächsten Monate dazu ein und stellen immer eine Frage, die etwas mit Politik oder auch mit dem gesellschaftlichen Leben zu tun hat. Und heute fangen wir damit an und haben die Frage gestellt, wie kommunizieren wir denn im Jahr 2035 miteinander oder über was? Und was versteht man überhaupt unter Kommunikation? Was ist der Status quo und wie sieht sie möglicherweise in 14 Jahren aus? Und es freut uns ungemein, dass wir Lena Rogel für diesen Abend einladen durften, die hier ist, um sich dieser Frage zu stellen und uns vielleicht ein paar Anregungen und Ideen zu geben, wie wir kommunizieren werden. Sie ist seit 2016 bei Microsoft, hat dort in der Kommunikation und im Digital Channel gearbeitet und seit ganz frisch ist sie Lead Project Lead for Diversity and Inclusion und wir sind sehr gespannt, was sie uns berichtet. Sie werden jetzt gleich ein Input von Lena hören und können sich dabei auch gerne schon ein paar Fragen überlegen, weil danach wird Tabea mit ihr ins Gespräch gehen und es ist natürlich noch spannender, wenn auch Sie Ihre Fragen an Lena dann stellen. Machen Sie sich jetzt an Ihren Tischen gemütlich, genießen Sie Ihren Aperitivo mit dem politischen Touch. Vielen, vielen Dank für die schöne Begrüßung und danke. Ich
freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf und vor allem freue ich mich, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Ich finde das ein ganz spannendes, tolles Format und habe deshalb sofort gesagt, klar, da bin ich dabei, ohne zu wissen, auf was ich mich da so einlasse, aber so bin ich meistens. Ja, eine große Frage, wie kommunizieren wir 2035? Und ganz offen gestanden, ich habe zwar sofort zugesagt, aber dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und dachte, ja, Landeszentrale für politische Bildung, mit denen hatte ich schon mal was zu tun. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Bildungsinitiative German Dream. Da darf ich aktiv sein und die Landeszentrale, ja, meiner Entwicklung, in meiner beruflichen Entwicklung vor allem. Ich bin nämlich ursprünglich gelernte Kinderpflegerin. Das war immer mein Traumjob, das war das, was ich immer werden wollte und dieses Ziel habe ich auch verfolgt. Und durch eine persönliche Krise, ich war alleinerziehend Mitte 20, musste ich mich beruflich umorientieren. Und dabei hat Kommunikation eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Einerseits, weil Kommunikation mir dabei geholfen hat, eben mit anderen Leuten zu kommunizieren und mich auszutauschen, was es denn vielleicht für Möglichkeiten gibt. Andererseits aber tatsächlich auch auf technologischer Ebene, weil das war vor ein bisschen mehr als 10 Jahren, jetzt kann man sich ausrechnen, wie alt ich bin. Und da kam Social Media gerade ganz, ganz neu nach Deutschland und es war so eine ganz neue Kommunikationstechnologie. Und niemand hatte eine Ahnung, wie das funktioniert mit diesem Social Media. Niemand wusste, was ist das, wie geht das. Und ich dachte mir damals, wenn das eh niemand weiß, dann tue ich einfach so, als wüsste ich es. Und habe somit meinen Quereinstieg gestartet. Ich bin dann, habe in der Medienbranche angefangen auf 450-Euro-Basis, aushilfsweise. Und habe mich so ein bisschen weiterentwickelt. Und so war Kommunikation für mich einerseits ein ganz wichtiges Vehikel, um diesen Quereinstieg für mich möglich zu machen. Aber es war auch ganz wichtig tatsächlich, um mich weiterzubilden, um zu lernen. Und ich glaube, dafür ist Kommunikation unglaublich relevant, Wissen zu teilen und Wissen vor allem verfügbar zu machen. Ich habe ja schon gesagt, der Blick in die Zukunft fällt mir ein bisschen schwer. Da wäre es jetzt schön, hier eine Glaskugel zu haben und so ein bisschen zu gucken. Glaube ich, fänden wir alle ganz spannend. Das kann ich leider nicht machen, aber was ich machen kann, ist so ein bisschen Blick zurückzuwerfen. Und wenn wir uns die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten anschauen, kann uns das ja auch so ein bisschen Aufschluss geben, wie die Zukunft denn sein wird und wie sich Kommunikation vielleicht in der Zukunft entwickeln könnte. Und ich finde es ganz spannend zu sehen, wie sich Kommunikation allein in den letzten Jahrzehnten verändert hat, was da passiert ist. Da brauchen wir gar nicht so weit zurückgehen. Wirklich, die letzten Jahrzehnte haben da schon so, so viel verändert und mitgebracht. Ich selbst bin 36, unsere Kinder sind im Teenageralter und wenn ich anschaue, wie unsere Kinder kommunizieren und welche Technologien sie auch für Kommunikation nutzen und im Vergleich anschaue, wie das zu meinem Teenageralter ausgesehen hat, ist das ein immenser Unterschied. Obwohl ich eine relativ junge Mutter bin, aber trotzdem ist da schon wahnsinnig viel passiert in dieser kurzen Zeit. Wenn ich umgekehrt schaue, wie meine Mutter, wie meine Eltern kommuniziert haben im Vergleich zu mir, war der Unterschied nicht so groß. Das war bei mir tatsächlich hauptsächlich Telefon. Klar, man könnte denken, ich bin auch schon die Generation Internet. Ich bin aber in einer Familie aufgewachsen, in der das alles sehr verpönt war. Deshalb war es bei mir auch hauptsächlich Telefonieren. Und ich denke, schon dieser Vergleich zeigt, wie schnell diese Entwicklung wirklich voranschreitet. All das, was meine Kinder jetzt für die Kommunikation nutzen, welche Technologien, welche Plattformen sie nutzen, aber auch wie sie kommunizieren, das ist komplett unterschiedlich zu dem, wie ich das in diesem Alter getan habe. Sie dürfen natürlich zwischendurch gerne auch einen Schluck trinken und vor allem essen. Wenn wir uns das diese Entwicklung anschauen, glaube ich, können wir unterscheiden auf 2 Ebenen. Einmal ist es die Wie-Ebene, also wie wir kommunizieren und welche Dinge wir eben dafür nutzen. Die Wie-Ebene, das sind für mich eben die Technologien, die ich gerade auch schon ein bisschen angesprochen habe. Und wie immer ist es mit Technologien so, es ist Fluch und Segen. Ich denke, wir alle haben vorgestern erlebt, wie abhängig wir von Kommunikationstechnologien sein können. Plötzlich ging WhatsApp nicht mehr, Facebook nicht mehr, Instagram, also alle Facebook-Dienste quasi waren über viele Stunden nicht erreichbar. Und ich glaube, solche,
solche Ausfälle zeigen uns immer wieder sehr, sehr deutlich, wie abhängig wir sein können. Und glaube ich, halten uns auch gut vor Augen, dass wir uns nicht in eine zu starke Abhängigkeit begeben sollten, was Kommunikationstechnologien betrifft. Aber natürlich sind Technologien auch ein ganz, ganz großer Segen für die Kommunikation, eine ganz positive Entwicklung. Ich habe das ja schon ein bisschen anhand meiner eigenen Geschichte beschrieben und ich denke, ihr alle könntet, wenn ich euch das Mikro hinhalten würde, sofort eine Geschichte erzählen, wie Kommunikationstechnologien euer Leben zum Positiven beeinflusst haben. Wie ihr vielleicht Menschen kennengelernt habt über neue Technologieplattformen, über neue Kommunikationsplattformen oder wie ihr euch eben auch beruflich weiterentwickelt habt, wie ihr neue Dinge gelernt habt. Und ich glaube, das zeigt uns sehr deutlich, dass Technologie eben nicht zu bewerten ist erstmal, sondern dass es vor allem darum geht, wie wir Technologien auch wirklich nutzen. Beim Thema Kommunikationstechnologie ist natürlich das Erste, an was ich denke, das Internet im Großen und Ganzen. Und ich glaube, diese enorme Entwicklung von Kommunikation hätten sich die meisten Menschen nicht vorstellen können. Wenn man da ein paar Jahrzehnte zurückgeht und schaut, wie sich die Entwicklung ergeben hat, das konnte niemand so vorhersehen. Da hatte auch niemand eine Glaskugel und hat sich das so ausgedacht. Das war ein wahnsinniger Durchbruch. Und ich glaube, von diesen immensen Durchbrüchen werden wir in der Zukunft bis 2035 und danach sicher auch ganz, ganz viele erleben. Das Internet ist aber tatsächlich so ein Meilenstein für mich, weil es natürlich auch quasi den Nährboden gegeben hat für ganz, ganz viele Technologien und Kommunikationsplattformen, die daraus entstanden sind. Eine ganz wichtige Kommunikationsart, die das Internet ermöglicht hat, ist die E-Mail. Und das klingt erstmal so banal, ja, die E-Mail jetzt für heute, für uns ist das nicht mehr so fancy und ehrlich gesagt auch oft nervig. Ich nutze nur noch sehr ungern E-Mail, ich habe überhaupt keinen Überblick über meine E-Mails, also es ist nichts mehr, was ich so gerne nutze. Aber es hat natürlich eine Entwicklung wahnsinnig beschleunigt und zwar nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Wirtschaft. Weil eben Unternehmen und weil ExpertInnen und FacharbeiterInnen sehr viel schneller miteinander kommunizieren konnten und sich so die Entwicklung der Wirtschaft eben auch sehr, sehr schnell potenziert hat. Und ich glaube, das zeigt uns, wie wichtig Kommunikationsformen, Kommunikationstechnologien auch wirklich für unsere Wirtschaft und damit natürlich für die ganze Gesellschaft sind. Durch das Internet kam dann eben auch Social Media und ich habe vorher schon ein bisschen auch Ihnen erzählt, wie das für mich so ausgesehen hat und welche Bedeutung Social Media für mich hatte. Und ich finde das enorm interessant, weil Social Media uns natürlich die Möglichkeit gegeben hat, dass wir plötzlich mit allen Menschen auf der Welt rein theoretisch in Echtzeit kommunizieren können. Und ich finde, wenn man sich das wirklich nochmal so vor Augen hält, dann ist das für mich immer noch absolut besonders und begeisternd. Wir können rein theoretisch mit fast allen Menschen auf der Welt jederzeit kommunizieren. Wie großartig ist das? Das war einfach davor überhaupt nicht denkbar und überhaupt nicht möglich. Und das schafft uns natürlich auch ganz, ganz viel Offenheit für Austausch, für Kommunikation und dafür auch voneinander zu lernen. Beispielsweise auch auf kultureller Ebene, aber eben natürlich auch auf politischer Ebene. Das ist sehr, sehr spannend, was Social Media da möglich gemacht hat und gleichzeitig teilweise natürlich auch erschreckend, für was Social Media heutzutage genutzt wird. In der Corona-Pandemie haben wir alle natürlich auch gesehen, wie wichtig Kommunikationstechnologien für uns sind, um eben so eine Krise auch gemeinsam zu bewältigen und auch als Gesellschaft, auch als Wirtschaft nicht komplett gelähmt zu sein. Wir konnten Videocalls nutzen und konnten so Meetings trotzdem auch weiterführen und konnten uns miteinander austauschen. Ich weiß, einige von euch, einige von Ihnen können wahrscheinlich auch im Moment keine Videocalls mehr sehen. Mir geht es ähnlich. Man ist so ein bisschen übersättigt davon. Trotzdem ist es natürlich eine unglaublich wichtige Art der Kommunikation, weil reines Chatten, reine E-Mail-Kommunikation für Teams einfach nicht immer hilfreich ist und auch nicht immer funktioniert. Manche Dinge muss man wirklich gemeinsam in einem Meeting diskutieren, muss man sich austauschen und da ist diese Art der Kommunikation ganz wichtig. Und natürlich sind Videocalls nicht nur in Corona-Zeiten wichtig, sondern einfach auch,
um Distanzen einfach zu verkleinern und auch miteinander zu kommunizieren und eben auch Dinge zum Beispiel zu demonstrieren. Wir haben ein ganz spannendes Start-up, das Drohnen entwickelt, das mit Drohnen Medikamente in ganz entlegene Gebiete liefern kann. Und die haben ihre Drohnen-Demos eben über Videocalls gemacht und haben in den Videocalls gezeigt, wie das funktioniert. Und weil sie einfach nicht in jedes entlegene Land reisen konnten, um das zu demonstrieren. Und das ist, glaube ich, ganz spannend zu sehen, was Kommunikationstechnologien dann eben auch möglich machen können. Ganz interessant finde ich auch, dass jede Bewegung ja auch immer wieder eine Gegenbewegung mit sich bringt. Und seit einigen Jahren gibt es ja wieder ganz, ganz viele Sprachnachrichten. Also im Prinzip so könnte man sagen, heute nutze ich Sprachnachrichten die ganze Zeit. Ich schreibe fast nicht mehr, sondern schicke nur noch Sprachnachrichten, vor allem eben mit meinen Freundinnen oder eben auch mit den Kindern, um mich auszutauschen. Und ich merke, wie schön das ist, weil es eben trotzdem diese persönliche Ebene hat, weil ich die Tonalität in der Stimme hören kann, aber auch entscheiden kann, wann habe ich jetzt Zeit, das abzuhören. Und vor allem ist es natürlich oft schneller und einfacher, Sachverhalte mal kurz in der Sprachnachricht zu erklären, als das dann einfach nur zu schreiben. Und ich kann auch sagen, gerade bei Kindern ist es wichtig, manchmal die Strenge in der Stimme mitfließen zu lassen, als nur im Text. Also zeigt uns das eben auch, dass es ja auch diese Wellenbewegungen gibt und auch dann manchmal so eine Renaissance von Kommunikationstechnologien, von denen wir gedacht haben, die können wir fast schon wieder abhaken. Ganz, ganz interessant finde ich dabei auch Emojis und Kommunikation auf emotionaler Ebene. Und damit kommen wir eben von der Wie-Ebene, von den Technologien, von den Plattformen auf die Was-Ebene. Also was wir kommunizieren, die Art und Weise und wie wir das auch dann gemeinsam nutzen können. Und dabei finde ich eben Emojis ein unglaublich spannendes Beispiel, weil viele Menschen das ja auch als die Hieroglyphen der Neuzeit beschreiben. Und wir eben mit Bildern wieder anfangen zu kommunizieren und so auch wieder Emotionen in unsere Kommunikation viel stärker mit einfließen lassen können. Und das finde ich persönlich ganz, ganz spannend, weil emotionale Kommunikation ist was, was mich sehr beschäftigt, was ich sehr wichtig finde. Ich glaube, Emotionen können in der Kommunikation einen riesigen Unterschied machen. Ob wir eben mit einer positiven Tonalität über etwas sprechen oder mit einer strengen Tonalität, das macht einen großen Unterschied. Und diese Emojis, die wir dann eben in der Kommunikation auch nutzen können, diese moderne Zeichensprache, kann diese Emotionalität in der Sprache ganz großartig transportieren, finde ich. Und bei der Art und Weise, bei dem Was, ist auch ganz interessant zu sehen, dass es ja unterschiedliche Möglichkeiten gibt, auch diese Kommunikationstechnologien zu nutzen. Es gibt eine 1:1 Kommunikation, also ich spreche mit dir direkt, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, die Kommunikationsplattformen zu nutzen, um als Einzelperson mit vielen Menschen zu kommunizieren. Auch dafür ist Social Media natürlich prädestiniert und sehr, sehr interessant. Und das zeigt uns eben, dass diese Plattformen auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise genutzt werden können. Und auch dieses gemeinsame Verständnis von Sprache, da helfen die Emojis natürlich sehr. Wenn man vielleicht nicht die gleiche Sprache spricht, kann man doch mit Emojis dann ganz, ganz viel ausdrücken und verstehen. Und auch da ist es so ein bisschen eine Entwicklung in Wellen, weil zu meiner Jugendzeit, ich weiß, mich hat das sehr begeistert damals, einige von euch können sich vielleicht erinnern, da war Esperanto so die Idee. Esperanto, wir schaffen eine Sprache, mit der wir uns alle verstehen können. Ich habe versucht, das zu lernen, ich war nicht sehr erfolgreich, muss ich zugeben. Aber ich fand es ganz interessant, eben eine Kommunikationsart zu haben, die ich potenziell mit ganz anderen Menschen auch nutzen kann, obwohl wir nicht die gleiche Muttersprache sprechen. Und das finde ich ganz spannend, weil für mich Emojis eben genau das ausdrücken können. Also mit Emojis können wir kommunizieren, egal welche Muttersprache wir sprechen. Und genauso sind natürlich GIFs, also diese animierten Bilder, ganz, ganz wichtig. Und ich nutze das im Arbeitsalltag tatsächlich auch viel, um einfach mal was auszudrücken, für das man jetzt vielleicht gar nicht viele Worte findet. Vielleicht einfach so ein
GIF, was mit den Augen rollt oder ein Zwinker-Smiley, solche Dinge. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um eben manchmal auch so eine Tonalität auf eine spielerische Art und Weise auszudrücken, ohne dass es gleich so eine Ernsthaftigkeit in der Kommunikation haben muss. Beim Was ist für mich auch, wie sich tatsächlich unsere Sprache weiterentwickelt, ganz, ganz interessant. Und jetzt bin ich gespannt, ich versuche mal die Gesichtsreaktionen zu beobachten, weil in den letzten Jahren natürlich ganz, ganz viel über Gender-Kommunikation gesprochen wurde. Und ich muss ganz offen zugeben, als ich das erste Mal davon gehört habe, damit konfrontiert war, hatte ich auch ziemliche Vorbehalte und dachte mir, ach, das hört sich aber ganz schön komisch an und jetzt wirklich, weiß ich nicht. Aber meine Meinung dazu hat sich ganz stark geändert. Ich darf beruflich bei uns in einem unternehmensweiten Projekt mitarbeiten, was sich tatsächlich mit dieser Entwicklung der Sprache auch stark beschäftigt. Uns geht es aber dabei nicht nur um Gender-Kommunikation, sondern wir haben für uns wirklich gesagt, es geht um inklusive Sprache, um inklusive Kommunikation. Und dabei ist der Gender-Aspekt nur einer. Wir bauen da auf drei Säulen und eben der eine ist der Gender-Aspekt und die anderen Säulen sind aber eine diskriminierungsfreie Sprache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir überlegen, welche Worte wir nutzen, wie wir sie auch nutzen, wie wir auch Menschen und Personengruppen ansprechen, ohne zu diskriminieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da gute Gedanken machen, wie unsere Kommunikation sich da auch in der Zukunft entwickelt und wie wir eben darauf achten können, Menschen nicht auszuschließen mit der Sprache und mit den Worten, die wir nutzen. Die dritte Säule, die für uns dabei ganz wichtig ist, ist eine barrierefreie Kommunikation. Also eben darauf zu achten, dass die Kommunikation keine neuen Barrieren schafft und dass die Kommunikation auch für möglichst alle Menschen verständlich ist. Das kann sowas sein wie einfache Sprache. Wir haben immer wieder jetzt bei uns auch Blogposts veröffentlicht, die in einfacher Sprache formuliert sind, weil es natürlich viele Begriffe gibt, viele englische Begriffe oder auch diese Schachtelsätze, die ich auch gerne nutze, aber die dann einfach oft überhaupt nicht mehr verständlich sind. Das ist eine Art und Weise. Aber natürlich auch Kommunikation so zu nutzen, beispielsweise schriftliche Kommunikation so darzustellen, dass sie auch für Menschen verständlich ist, die vielleicht Seheinschränkungen haben. Und ich denke, barrierefreie Kommunikation wird für uns in Zukunft ganz, ganz wichtig und relevant sein, auch natürlich in der politischen Kommunikation. Und dann gibt es noch die Kombination aus dem Was und dem Wie. Dazu gehört für mich zum Beispiel die Schnelligkeit von Kommunikation. Und da haben die letzten Jahrzehnte natürlich auch gezeigt, wie sich das entwickelt, dass es nicht mehr irgendwie ein paar Tage oder früher noch ein paar Wochen dauerte, bis so ein Brief hin und her ging, sondern dass wir wirklich in Echtzeit im Prinzip kommunizieren. Und das ist einerseits ganz spannend, andererseits kann das auch unglaublich überfordernd sein, weil wir natürlich auf zig verschiedenen Plattformen in Echtzeit mit Menschen kommunizieren, einerseits kommunizieren wollen, manchmal aber auch kommunizieren müssen. Und das kann sehr überfordernd sein und ich glaube, das ist wichtig, das auch im Kopf zu behalten, dass wir uns da selbst nicht überfordern und dass wir auch noch überhaupt fähig sind zu kommunizieren in Zukunft. Eine Kombination aus dem Was und Wie ist auch eben die neue Dimension, dass wir nicht mehr nur von Mensch zu Mensch kommunizieren, sondern dass wir auch von Mensch zu Technologie kommunizieren. Ich denke, viele von euch nutzen Sprachassistenten im Alltag, vielleicht auch schon zu Hause und auch, dass die Technologie mit uns kommuniziert, also auch, dass die Sprachassistentin, der Sprachassistent auch zu uns was sagt. Auch das ist ja eine ganz spannende neue Ebene, die wir uns vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht hätten vorstellen können. Und ich glaube, diese Kommunikationsflut, die ich gerade schon angesprochen habe, eben diese ganz, ganz vielen Ebenen, Plattformen und Technologien, das ist eine große Herausforderung. Unsere Aufmerksamkeitsspanne auf der anderen Seite ist nämlich in den letzten Jahren immer kürzer geworden. Wir haben immer mehr Kommunikation, wir haben immer mehr, was wir kommunizieren müssen und wollen, aber wir haben immer weniger Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das zeigt uns, dass wir da wirklich sehr achtsam damit umgehen müssen und schauen müssen, wie wir auch Technologien einsetzen. Technologien können natürlich auch Dinge hervorbringen wie Fake News. Und gerade im politischen Bereich haben wir das in den letzten Jahren stark gesehen, wie das in Wahlkämpfen genutzt wird,
Gott sei Dank bei uns hier kaum oder sehr selten, aber in anderen Ländern sehen wir das sehr deutlich und ich glaube, das ist wichtig, dass wir sowas auch im Auge behalten und auch darauf achten, wie wir mit solchen Kommunikationsformen umgehen und wie wir auch unterscheiden, für was Technologie dann eben auch genutzt wird, weil Technologie kann vieles, aber Technologie darf nicht alles oder soll nicht alles und da haben wir alle auch eine ethische Verantwortung, die wir vor allem in der Entwicklung von Zukunftstechnologien wahrnehmen müssen, damit eben nicht aus einer Information und einer Sicherheit, für uns ist ja Information auch oft Sicherheit, dass da nicht eine Unsicherheit wird und eben auch damit dann nicht Unsinn betrieben wird und auch Wahlkämpfe oder auch andere Dinge wirklich beeinflusst werden. Ja, das sind so ein bisschen Blicke in die Zukunft und ich glaube, es zeigt uns, welche Verantwortung wir wirklich alle haben in der Nutzung von Technologien, aber natürlich auch in der Entwicklung von Technologien. Was ich ganz spannend finde, das habe ich noch in der Recherche gefunden, der Zukunftsforscher Dr. E. Implantate und Wearables. Und ich glaube, das ist was, was wir uns alle schon gut vorstellen können. Das ist nämlich tatsächlich zu großen Teilen auch schon Realität, dass wir über Wearables kommunizieren. Das, glaube ich, kennen viele von Ihnen, von euch, die Apple Watch, aber auch andere Technologien natürlich. Aber auch, dass wir Hologramme nutzen. Und ich selbst war vor 2 Jahren bei einer großen Konferenz in Las Vegas und war absolut vom Hocker gerissen, ehrlich gesagt, als eine Kollegin von uns ein Hologramm von sich selbst mit auf die Bühne gebracht hat und dieses Hologramm dann in Chinesisch mit uns gesprochen hat. Das fand ich so beeindruckend und so interessant, weil das natürlich auch ganz viele Barrieren wiederum überwinden kann. Und so hat sie ihren Vortrag fast zeitgleich mit sich selbst quasi auf der Bühne einmal auf Englisch, einmal auf Chinesisch gehalten. Unglaublich beeindruckend. Und das natürlich auch eine ganz spannende Technologie, weil wir damit auch verschiedene Ebenen der Kommunikation mit abdecken können. Weil bei Videocalls fehlt uns natürlich auch die körperliche Ebene, da fehlen uns ganz viele Rezeptoren, die wir dann nicht nutzen können. Und mit Hologramm kann nicht alles abgedeckt werden, aber es zeigt uns zumindest, wie es in Zukunft auch aussehen könnte. Und das wird tatsächlich schon genutzt, das ist nicht Zukunft, sondern das ist jetzt schon Realität. Und ich glaube, das zeigt uns wirklich, was möglich ist, was jetzt schon möglich ist, aber was auch in Zukunft möglich sein wird. Wir sehen also, Kommunikation entwickelt sich mit der Gesellschaft, aber natürlich auch mit den vorhandenen Technologien, die wir nutzen. Und das Schöne ist, die Gesellschaft, das sind wir, das seid ihr, das sind wir alle gemeinsam. Und die Technologien, die werden auch von uns, von der Gesellschaft entwickelt. Das können wir beeinflussen und das müssen wir mitbestimmen. Da müssen wir auch Verantwortung übernehmen. Wie wir also 2035 kommunizieren werden, das liegt in unser aller Verantwortung. Und das können wir alle mit beeinflussen. Und ich glaube, wir sollten das auch mit beeinflussen. Ich würde mir wünschen, dass wir alle, dass ihr alle Verantwortung übernehmen für die Art, wie wir in 2035 kommunizieren werden. Danke. Jetzt muss. Gut. Ja, Lena, das war jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort. Wir können aufhören. Ich hatte mir schon die Frage überlegt, die ich als erstes fragen möchte. Das muss ich jetzt gleich mal verwerfen, weil auf die Frage würde ich jetzt eine ganz andere Frage stellen. Und zwar, du sprichst ja schon relativ inklusiv und hast dich damit schon auseinandergesetzt. Und mich würde interessieren, welche Reaktionen bekommst du da drauf, weil du dich damit auseinandersetzt und weil du so sprichst? Also ich
würde vermuten, du spielst darauf an, ob ich negative Reaktionen bekomme. Die sind tatsächlich kaum da. Ich glaube, auch da geht es ganz stark darum, wie wir das machen, ob wir das auf eine belehrende Art und Weise tun und das immer ganz überbetonen und uns vielleicht besser fühlen, weil wir das schon so nutzen, oder ob wir es wirklich versuchen, selbstverständlich in die eigene Sprache einfließen zu lassen. Und ich muss sagen, für mich war das eine große Übung. Ich musste mich wirklich gewöhnen und musste die Worte immer wieder so sagen, bis ich sie dann so aussprechen konnte. Aber mittlerweile ist es ganz normal in meine Sprache übergegangen. Und ich glaube, eben auch da haben wir eine Verantwortung, mit gutem Vorbild auch voranzugehen und eben auch dafür zu sorgen, dass wir mit den Worten, die wir nutzen, mit der Sprache, die wir wählen, Menschen nicht ausschließen. Ja, interessant. Ich denke, das ist ja eine große Debatte, gerade auch in der Gesellschaft. Auch wir bei der Landeszentrale diskutieren da viel. Auch ich denke, Sie bestimmt auch. Welche Wörter kann man wie nutzen, damit man diskriminierungsfrei spricht? Wie können wir da vielleicht gendern? Wir wollen jetzt heute das Thema Kommunikation noch ein bisschen näher beleuchten. Und dafür dürfen auch Sie Fragen stellen. Wir wollen Sie mit einbringen lassen in das ganze Gespräch. Ich werde hier vorne sitzen mit Lena und immer mal Fragen von mir stellen, aber auch gerne eben von Ihnen oder von euch. Und dafür einfach bitte melden. Also wenn es erste Fragen gibt, würden wir jetzt schon mal eine aus dem Publikum nehmen und sonst fange ich mal weiter an. Dann hier die erste Frage. Dann tauschen wir. Ja. Ich glaub, ist eher nicht. Hallo, vielen Dank erstmal für den Vortrag und für die interessanten Impulse. Was mich interessieren würde, und zwar, du hast vorhin gesagt, ich darf du sagen, genau. Ja, bitte, du hast vorhin gesagt, du kommunizierst viel mit Sprachnachrichten. Jemand aus demselben Konzern hat mir mal gesagt, er nutzt überhaupt keine Sprachnachrichten, weil das das Persönlichste überhaupt ist. Und Sie in der Abteilung oder dort bei Ihnen Angst haben, dass sozusagen oder Sorge tragen, dass diese Stimmenprofile genutzt werden, um dann mit künstlicher Intelligenz später etwas anzustellen. Und jetzt ist die Frage, wie soll man das handhaben? Einerseits, ich nutze es auch, ich freue mich, ich nutze gerne Sprachnachrichten. Auf der anderen Seite, gerade so in jüngster Zeit, bin ich sehr, sehr skeptisch geworden, was die Nutzung von Sprachnachrichten anbelangt. Ich habe es zum Beispiel heute mal ausprobiert, wenn ich einen Text transferiere in KI oder in KI transferieren lasse und mir das dann anhöre in einer menschlichen Stimme, es ist unglaublich natürlich. Und da kann man wirklich Sorge tragen, dass irgendjemand diese Daten speichert, später dann wiederverwendet und dass meine Stimme dann in irgendeinem Callcenter oder irgendwo sonst auftaucht und jemand anderen was erzählt, so nach dem Motto, ich bräuchte dies und jenes und man vertraut dem Menschen. Ja, sehr spannendes Thema. Ich glaube, grundsätzlich ist eine gewisse Skeptik immer wichtig und sich auch Gedanken zu machen. Ich glaube aber, wer solche Dinge tun möchte, kann sie auch jetzt schon tun. Man muss nicht Sprachnachrichten verschicken, um ein Stimmprofil von jemandem zu erstellen. Da kann man auch einfach einmal kurz anrufen und das mitlaufen lassen. Ich persönlich nutze Sprachnachrichten nicht im beruflichen Kontext. Das muss ich nochmal dazu sagen. Vielleicht war das vorher nicht klar ausgedrückt. Beziehungsweise ganz selten mache ich es mal kurz mit einer Kollegin im Chat oder so, aber wirklich weniger, weil ich es da auch wichtig finde, auch nachverfolgen zu können. Moment, was habe ich noch mal geschrieben oder was wollte sie noch mal von mir? Also da geht es für mich auch um eine Nachverfolgbarkeit. Wie gesagt, ich glaube, Skeptik ist wichtig und künstliche Intelligenz kann eine Gefahr bergen, aber auch da geht es immer darum, es geht darum, wie wir es nutzen und künstliche Intelligenz hat vor allem ganz, ganz viele Chancen für uns und kann eben Sprache auch barrierefrei machen, kann uns ganz viel helfen in der Kommunikation. Und ich glaube, wir sollten nicht Angst haben oder Skepsis haben grundsätzlich vor einer Technologie, sondern wir sollten uns dafür einsetzen, dass Technologien eben auch so entwickelt werden, dass sie mit ethischen Grundsätzen eben ausgestattet sind und die Unternehmen, die diese Technologien entwickeln, eben auch mit diesen ethischen Grundsätzen arbeiten, damit sowas, was du beschrieben hast, dann auch in Zukunft eben nicht passiert. Ich würde da jetzt noch eine Frage anschließen, weil ich verstehe total, dass du nicht so in die Glaskugel schauen wolltest. Ich finde, ein bisschen hast du es ja auf jeden Fall gemacht. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es wäre das Jahr 2035, also ist ein bisschen hin, und es wäre ein ganz normaler Werktag. Was glaubst du, wäre die erste Kommunikationsform, die wir da erleben an dem Tag, wenn wir da aufstehen? Einfach mal in die Glaskugel geguckt. Puh,
Tja, wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ein Sprachassistent zu Hause, der uns wahrscheinlich als Wecker schon sagt, irgendwie weiß ich nicht, was die wichtigsten Nachrichten sind, wie der Tag wird. Das gibt es ja jetzt auch heute schon, aber dass das dann vielleicht mehr Standard ist, dass wenn wir ins Bad gehen, der Spiegel uns vielleicht auch schon Nachrichten aufs Display zeigt und wir da vielleicht auch einmal schon irgendwie die Mails checken können oder solche Dinge. Das sind Technologien, die es tatsächlich schon gibt und ich persönlich fände das ganz interessant, wenn ich eben die Zeit im Bad vielleicht auch schon nutzen könnte, um so ein paar Dinge auch schon ja, zu wissen. Da ist eine Frage, dann gebe ich doch gleich mal weiter. Hallo, mein Name ist Ellen, vielen Dank nochmal für den guten Vortrag. Ich habe mir deinen Aufruf zum Ende ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wir sollten gemeinschaftlich Verantwortung übernehmen für die Sprache und wenn ich dann so darüber nachdenke, wie kann man denn in der Praxis Verantwortung übernehmen jetzt über die nächsten 13 Jahre für die Sprache, habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich Sprache? Und ich würde jetzt mal sagen, Sprache ist doch eigentlich ein Werkzeug von uns Menschen, das an sich erstmal neutral zu betrachten ist. Also ein Werkzeug kann man für gute Sachen nutzen, für schlechte Sachen nutzen und da hast du ja auch viele Beispiele für beides geliefert. Also müssten wir doch eigentlich... können wir nicht unsere Kommunikationsform direkt beeinflussen, sondern eher die Werte, für die wir einstehen, die dann bestimmen, ob wir das Werkzeug der Sprache eher für Gutes oder für Schlechtes einsetzen. Das ist die Hypothese, bei der ich jetzt angekommen bin. Mich würde interessieren, wie du das siehst oder, und ob du noch was zu ergänzen hättest. Finde ich einen ganz, ganz großartigen und schönen Gedanken. Und ich glaube tatsächlich, Werte sind ganz... Sie ist Aktivistin für Inklusion. Die hatte danach in den letzten Tagen so Tipps gegeben, wie wir anders kommunizieren können, damit, das war jetzt speziell auf Twitter, es einfach erstens inklusiver ist, aber eben auch nicht so konfrontativ, nicht so auf Hass aus. Und sie hatte gesagt oder als großen Tipp gegeben, man könnte doch einfach, und ich sage es jetzt direkt selber auch, wir könnten anders kommunizieren und zwar nicht in der Mannform. Also anstatt zu sagen, man braucht Instagram abends doch gar nicht, mach doch mal was Sinnvolles, zu sagen, für mich ist es kein Problem, wenn heute Social Media ausfällt, denn ich treffe mich mit Freunden. Und diesen Gedanken von dieser anderen Kommunikation in der Ich-Form und weniger von dem Mann weg. Den fand ich total spannend. Hast du dich damit auch schon mal auseinandergesetzt? Was hältst du davon? Ja, tatsächlich ganz viel. Also ich habe ja vor kurz erwähnt, was meine erste Ausbildung war, Kinderpflegerin. Und da geht es natürlich auch um viele Grundsätze in Psychologie und Pädagogik. Und gerade da ist auch ganz, ganz wichtig eben diese Ich-Kommunikation und nicht diese Mann oder diese Du, sondern wirklich diese Ich-Kommunikation, die Wir-Kommunikation, wirklich da auch ganz stark die Art und Weise, wie ich eben Botschaften auch rüberbringe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge, die wir irgendwie im Miteinander ja eigentlich schon wissen, also wenn es einen Konflikt gibt, wenn es einen Streit gibt, wissen, glaube ich, die meisten, dann soll man in Ich-Botschaften sprechen und nicht in Du. Und dass wir das einfach auch wirklich mitnehmen auf die neuen Plattformen. Und ich erlebe das bei Social Media sehr oft, dass ich das Gefühl habe, die Leute kommunizieren ja irgendwie manchmal viel enthemmter und finde das ganz, ganz schade. Also gerade auch bei Leuten, die ich persönlich kenne, wo ich denke, das bist gar nicht du, das ist so schade. Und ich habe das aber auch tatsächlich bei mir selbst beobachtet. Ich habe früher mich auch viel auf Twitter beschwert und habe das so als Plattform genommen. Na, finde ich aber nicht gut. Und habe das dann aber an mir beobachtet und dachte, nee, also warum? Und ich versuche wirklich... gelingt mir nicht 100%, aber ich glaube relativ gut, wenn man mein Twitter-Profil anschaut. Ich versuche keine negative Kommunikation mehr auf Twitter zu machen, keine Beschuldigungen. Wenn dann wirklich in den Dialog zu gehen, auszutauschen, das heißt nicht, dass ich immer einer Meinung bin und alles heile Welt ist, aber eben nicht mehr dieses Mann oder Du oder wer oder was, sondern wirklich da in den Dialog zu gehen und möglichst positiv und wertschätzend zu kommunizieren. Da sind wir wieder bei den Werten. Wenn es Fragen gibt, dann gerne auch nochmal Bescheid geben. Ich würde jetzt aber noch eine mal noch weitermachen, bis dann die nächste Frage. Ich habe es mir gemerkt, genau, eine Frage und dann bekommst du es. Wir jetzt in der politischen Bildung befassen uns ja viel auch damit, ja, was vielleicht besser werden muss. Also oft sind das ja auch Probleme, die wir angehen oder über die wir reden.
Und ein Thema, das ich auch wichtig finde bei dem Thema Kommunikation, ist, dass wir ja aktuell, wenn wir unsere die digitalen Plattformen anschauen, hat sich die, wie wir Nachrichten rezipieren, ja sehr verändert. Das heißt, der oder die Empfängerin sucht sich ja den Content oder die Information selber aus. Also es ist, wer jetzt beispielsweise auf Instagram ist, followt oder abonniert jemanden oder bei Instagram, bei Twitter followt man jemanden. Das heißt, man sucht sich selber aus, welche Meinung man auch vorgesetzt bekommt. Und da würde mich interessieren, welche Gefahr siehst du da dran, auch in der Zukunft, ob sich das verstärkt oder was du da einfach, wie du das siehst. Ja, also worauf du ja so ein bisschen anspielst, glaube ich, ist einerseits eben die Filterbubbles, in denen wir uns dann bewegen und auch die Algorithmen, die dadurch natürlich lernen. Die lernen, wenn ich eben gewissen Menschen auf Social Media folge und ich mich offensichtlich für die interessieren, dann schlägt mir der Algorithmus immer mehr davon vor. Und das ist natürlich auch wieder Fluch und Segen, weil einerseits kann es gut sein, weil der Algorithmus eben erkennt, Mensch, Lena interessiert sich gerade für dieses Thema, zeigen wir ihr mehr davon. Andererseits kann es eben dafür sorgen, dass es so einen verengten Blickwinkel gibt und dass man eben nur noch ein Thema einseitig sieht. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, wirklich sich selbst gut zu beobachten, darauf zu achten und zu reflektieren und dann eben auch immer mal wieder auszusortieren bei Social Media. Ich mache das sehr bewusst, gerade bei Instagram, dass ich dann Leuten einfach wieder entfolge, wenn ich merke, nee, es tut mir nicht gut. Und eben aber auch bewusst Leuten zu folgen oder zumindest auch Nachrichten von diesen Menschen zu lesen, Posts von diesen Menschen zu lesen, von denen ich weiß, da bin ich nicht 100% einer Meinung und auch wirklich in die Diskussion zu gehen. Und das ist was, was wir Erwachsene rein theoretisch können. Es fällt uns nicht immer leicht, aber wir haben zumindest die Fähigkeit oder sollten die Fähigkeit dafür haben. Aber es ist natürlich auch unsere Verantwortung, dass wir Kindern das mitgeben und ihnen auch deutlich machen, du kannst das entscheiden, du kannst das beeinflussen und du kannst auch dafür sorgen, dass du auch neue Perspektiven siehst. Und das müssen wir eben natürlich dann auch anbieten. Und ich glaube, das ist ja wieder so eine Sache von Fluch und Segen. Man kann es positiv sehen, man kann es auch negativ sehen. Es kommt eben auch immer darauf an, wie sehr man das dann auch nutzt, auf welche Art und Weise. Ich glaube, gerade bei YouTube haben wir auch im politischen Geschehen, auch im Zuge der Corona-Pandemie jetzt gesehen, wie schwierig diese Algorithmen auch sein können, weil wenn man da einmal ein Fake-News-Video angeschaut hat, dann bekommt man eben gleich die 20 nächsten vorgeschlagen. Und so wird man dann natürlich immer bestätigt, ja, da steht es ja auch und ach, in dem Video auch und ah ja, guck da auch wieder. Und so kann man natürlich schnell in so einen Strudel reingeraten. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht ganz stark um die eigene Reflexion, sich dann auch wieder rauszuholen aus solchen Filterbubbles. Danke, hallo, ich bin Miriam. Geht in eine ähnliche Richtung an der Stelle. Auch was sind die Risiken der ganzen Sache? Ich habe es mir vorhin in einem Vortrag gedacht, als du meintest, jede Bewegung hat auch eine Gegenbewegung. Da dachte ich, es geht in die Richtung. Und zwar im Sinne von, was ist auch mit einer Überforderung von Kommunikation? Wo ich mir dann auch jetzt die Frage gestellt habe, man hört es ja jetzt wirklich immer öfter, dass wirklich auch bewusst eine Pause gemacht wird, vielleicht nur von Social Media, vielleicht allgemein von Kommunikation, vielleicht im Urlaub, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, um sich dann einfach auch nochmal die Zeit zu nehmen, da einfach mal kurz auszusteigen. Wenn wir jetzt an 2035 denken, wie sieht das denn dann aus? Also ist es dann wirklich diese permanente Beschallung schon, wenn man aufsteht oder aus dem Spiegel oder wo auch immer das dann herkommt? Und auch, was kann man da vielleicht tun, um den Menschen zu helfen? Weil man macht es sich, glaube ich, ziemlich leicht zu sagen, ja, jeder ist irgendwo selbstverantwortlich und man muss auf sich achten. Und will ich jetzt gar nicht gleichsetzen mit der Filterblase, aber wenn man sich die Bewegungen der letzten Jahre anschaut, fällt es eben nicht jedem so leicht, da wirklich auch rauszukommen und da wirklich dann auch nochmal ein gesundes Maß zu finden, gerade wenn die Arbeit dann auch noch eine Rolle spielt und es nicht nur Unterhaltung ist. Und meine Frage, um jetzt auf den Punkt zu kommen, tatsächlich auch, was müssen wir da gesellschaftlich beachten, aber was können vielleicht auch Organisationen tun, um ein bisschen auch auf ihre MitarbeiterInnen dann zu achten? Ja, also ganz wichtiger Punkt und ich habe es ja vorher eben auch schon anklingen lassen, dass diese Überforderung wichtig ist, dass wir darauf Acht geben und diese Informationsflut und eben auch auf der anderen Seite diese sinkende Aufmerksamkeitsspanne, das zeigt uns ja auch, dass da eine Überforderung da ist. Deshalb sinkt die Aufmerksamkeitsspanne ja immer mehr, weil wir ständig mit Kommunikation konfrontiert sind und wir das nicht mehr weiter aufnehmen können.
ich habe da keine Lösung dafür. Es wäre schön, wenn ich sie hätte, aber ich glaube, wir müssen da auch einfach beobachten, wie sich das weiterentwickelt und wie wir als Menschen uns auch weiterentwickeln, weil das hat natürlich auch eine, das bringt auch eine Evolution mit sich, dass wir uns auch als Menschen weiterentwickeln und da vielleicht auch dann eine Toleranz dafür entwickeln und vielleicht auch Dinge viel besser ausblenden können, als wir es jetzt noch tun. Ich finde da auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt, die Medienpädagogik und dass wir eben da auch schon im frühkindlichen Alter wirklich darauf eingehen, wie man Medien nutzen kann und im positiven Sinne und wie man dann aber eben auch andere Technologien nutzen kann und da wirklich auch einen guten Ausgleich dazu schaffen. Ich bin gespannt, ich glaube tatsächlich, das wird sich relativieren und das wird sich mit der Entwicklung auch geben, dass entweder wir als Menschen uns mitentwickeln oder dass es dann eben auch mehr Technologien gibt, so wie Noise Cancelling, dass wir eben manche Sachen dann auch viel besser ausblenden können. Ja, schon mal danke für den interessanten Abend bis hierhin. Du hast es jetzt eigentlich schon ein bisschen erwähnt, so Richtung frühkindliche Erziehung und Kompetenz. Ich muss sagen, ich gehe selbst nicht mehr in die Schule, habe jetzt auch keine Kinder, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Mich wird interessiert, was denn aktuell in Schulen getan wird, so Richtung Social Media Kompetenz oder auch wie man kommuniziert, weil gefühlt, es gibt so viele neue Technologien, dass vielen nicht bewusst ist, welche Reichweite man eigentlich hat und wie man die sinnvoll nutzen kann oder halt auch eben, dass man aus diesen Filterbubblen rauskommt. Und ich glaube, da wäre ja Aufklärung total wichtig und gerade, ich möchte auch Kindern und Jugendlichen gar nicht absprechen, dass sie sich selbst informieren können, aber ich glaube, teilweise wäre so ein kurzer Input, so ein Impuls teilweise hilfreich. Mich würde einfach interessieren, was schon getan wird in die Richtung. Ja, also ich gebe dir total recht, das ist oft sind die Jugendlichen da viel besser als wir und wissen besser Bescheid, aber trotzdem ist es natürlich eine Verantwortung, dass wir, wie du sagst, solche Impulse auch mitgeben und auch zeigen, was vielleicht auch in positiven Richtungen, die da ganz, ganz weit vorne dabei sind, die wirklich digitalen Unterricht machen, auch in der Schule eben mit Whiteboards und Technologien nutzen, die Kinder auch da dazu befähigen und jetzt ohne einen Werbeblock machen zu wollen, aber die Landeszentrale macht da auch wirklich ganz tolle Sachen in den Schulen, eben auch Dialoge zu führen und auch mit den Kindern zu sprechen. Ich hatte German Dream vorher angesprochen, das ist eine Bildungsinitiative, eben auch in die Schulen reinzugehen und auch einen Ort zu eröffnen, einen Raum zu eröffnen, in dem die Kinder eben auch mal von sich erzählen können, auch erzählen können, wie nutzen sie Technologien, was haben sie vielleicht erlebt und in einen Raum, in dem es nicht nur um Lehrpläne geht und um Inhalte, sondern in dem es auch um die Kinder geht und um die Persönlichkeiten. Und ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel zu tun und ich hoffe, dass wir da bis 2035 weiter sind, ehrlich gesagt. Ich kann da vielleicht auch noch ganz kurz anschließen, dass wir als Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit auch ein großes Interesse an den Schulen bemerken zu diesen Themen. Also wir haben für die Grundschule beispielsweise schon von dem Wertekoffer, der jetzt bald rauskommt, aber auch ein Programm gehabt, wo es genau um dieses digitale Welt und Werte ging, schon in der Grundschule angefangen und bis in die höheren Stufen. Und es ist auch von den Lehrkräften wird es groß nachgefragt, weil es zum Beispiel in der Lehrkräfteausbildung noch relativ wenig Teil ist, aber es wird auch da besser. Also ich glaube, man hat es schon gemerkt, vielleicht etwas spät, aber ich persönlich denke auch, sowas wie Informatik müsste natürlich noch viel, viel mehr ausgebaut werden, aber da wird ja auch schon einiges getan. Definitiv. Aber das ist ein großer Punkt, Bildung. Wir hatten jetzt definitiv ein wichtiger Punkt und jetzt hatten wir da eine Meldung und da eine Meldung. Mit Blick auf die Zeit wären das auch die letzten beiden, die wir nehmen können. Deswegen bitte kurz halten bei der Frage, wenn das möglich ist. Ich versuche mich auch bei der Antwort kurzer zu halten. Und gerne auch noch vorstellen, wer Sie sind oder wer ihr seid. Ja, auch meinerseits ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer. Mein Name ist Hauke. Ich habe eigentlich einen Gedanken, den ich gerne teilen würde und dann eine Frage. Der Gedanke in Kürze geht auf die allererste Frage zurück und zwar Authentizität. Wie kann ich eigentlich nachvollziehen, was ist eine authentische Information, was ist keine? Und ich glaube, das ist, wo die politische Bildung ganz entscheidend mit einsteigt. Wie versetze ich Menschen in die Lage, für sich selbst
zu hinterfragen, ob eine Information korrekt ist und die richtige Stimme die richtigen Worte sagt oder eben nicht, unterstützt womöglich von Technologie, aber eben vor allen Dingen von Bildung. Und die Frage, die ich in dem Zusammenhang formulieren würde, geht in die Richtung der Algorithmen, die Sie angesprochen haben. Und ich würde etwas provokant formulieren, dass es da einen grundsätzlichen Interessenskonflikt gibt zwischen einer Aufmerksamkeitsökonomie. Da geht es nicht darum, möglichst viel Inhalte zu kommunizieren, es geht darum, möglichst viel Aufmerksamkeit aus den 24 Stunden, die jeder Mensch zur Verfügung hat, zu gewinnen. Und die Frage wäre daher, wie stellen Sie sich denn Unternehmen der Technologiebranche, jegliche Unternehmen, dieser Verantwortung, eine weitreichendere Kuration von Inhalten vorzunehmen, die nicht innerhalb der Filterblasen den erfolgsversprechendsten Aufmerksamkeitsschub erzeugen? Puh, große Frage, schwieriges Thema. Also natürlich ist Authentizität wahnsinnig wichtig, eben auch um Sachen zu bewerten, aber auch in der One-to-One-Kommunikation ist es ganz, ganz wichtig und essentiell, dass wir authentisch sind und authentisch kommunizieren können. Und natürlich gibt es da auch eine große Verantwortung dafür, dass wir eben ja auch technologische Möglichkeiten schaffen, um diese Filterbubbeln aufzubrechen, um diese Algorithmen dann auch wieder aufzubrechen. Und natürlich, wie du sagst, ist da ein Interessenskonflikt oft da, weil natürlich gewisse Plattformen so funktionieren, dass eben umso mehr ich dann zu einem Thema kommuniziere und auch umso mehr ich da bestätigt werde, da eben auch reingezogen werde. Ich gebe dir recht, dass da bestimmt ein Interessenskonflikt ist und vielleicht muss da halt auch in gewisser Art und Weise eine Regulierung dann stattfinden, was zum Beispiel ethische Grundprinzipien betrifft und eine Art und Weise. Aber wie das aussehen kann, dafür bin ich wirklich zu wenig Expertin in dem Thema und kann auch zu wenig in die Glaskugel sehen. Aber ich glaube wirklich, die Verantwortung von Unternehmen wird noch viel, viel mehr an Relevanz gewinnen. Und auch, wir hatten es ja vorher, die Werte, die wir nicht nur als Personen vertreten, sondern die auch Unternehmen vertreten, werden in Zukunft, glaube ich, einen ganz großen Unterschied machen. Und dafür müssen wir uns auch als Gesellschaft einsetzen, dass das noch viel, viel stärker auch so voranschreitet. Ja, vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Freiberg. Ich wollte einfach die Frage stellen, ob man wirklich glücklicher ist, wenn man jetzt noch mehr kommunizieren kann, weil ich habe so zwei Sachen gehört. Einmal, ja, es wäre doch schön, auch am Badezimmerspiegel schon die E-Mails zu lesen. Ja, das geht ja konträr zur Achtsamkeit, dass man auch mal hier und jetzt ist. Und es ist auch immer eine Erwartungshaltung natürlich von jemandem, der mir was schickt, dass ich auch schnell antworte. Das geht mir auch bei WhatsApp so. Sprachnachrichten, da haben Sie auch gesagt, ja, das ist ja eigentlich was Schönes und so. Aber ich muss sagen, im beruflichen Kontext ist es grauenhaft. Manchmal, wenn dann in so Gruppen ganz viele irgendwas sagen, man muss es ja immer bis zum Ende hören. Gut, jetzt gibt es die Fast-Forward-Geschichte, aber die stresst einen auch irgendwie. Also es ist immer das Verlangen von dem anderen natürlich, dass man alles angehört hat und dann natürlich noch seinen Senf dazu gibt. Und das sorgt auch für sehr viel Stress. Und wo finden wir bei all diesen Kommunikationsmöglichkeiten dann auch wirklich mal wieder zur Ruhe? Ich sage meinen Studierenden immer, es ist die schwierigste Aufgabe, sich einfach mal auf eine Parkbank zu setzen und 10 Minuten einfach nur dumm zu schauen. Weil keiner ist das mehr gewohnt. Jeder schaut sofort in seinen Apparat und muss auf allen Kanälen was machen. Und das ist auch sehr anstrengend. Deshalb, werden wir noch glücklicher oder wird es genauso sein oder wie ist es? Also ich bin eine unverbesserliche Optimistin und ich bin davon überzeugt, dass wir glücklicher werden, aber ich glaube, das hat nichts mit den Technologien zu tun und auch nicht mit den Möglichkeiten, die wir haben, sondern wirklich, wie Sie es gesagt haben, mit dem achtsamen Umgang, den wir dann auch haben. Und da geht es ja nicht nur darum, wie wir achtsam auch Technologien konsumieren, sondern wie wir auch achtsam in unserer Kommunikation sind und dass wir eben keine 18 Minuten Sprachnachrichten voll labern und irgendwie alles, was uns gerade zum Kopf rumschwirrt, sondern überlegen, was ist denn jetzt wichtig und wie kann ich auch achtsam meinem Gegenüber sein? Und da sind wir schon wieder bei den Werten, weil ich glaube, genau das ist es. Also es geht ja auch darum, wie wir in unserer Kommunikation achtsam sind. Und da ist es ganz egal, welche Plattform und welche Technologien wir für diese Kommunikation nutzen. Aber wir haben eben eine Verantwortung, wie wir die auch nutzen. Und ich habe es ja selbst auch beschrieben, mein Beispiel mit Twitter, wie ich da auch selbst gemerkt habe, so will ich gar nicht sein und da eben auch achtsamer zu sein in dem, was ich selbst zum Beispiel poste. Und ich
bin davon überzeugt, dass Kommunikation einen ganz großen Anteil an unserem Glücklichsein haben kann. Also ich merke das, wenn ich mit meinen Freundinnen kommuniziere, wenn ich mit den Kindern kommuniziere. Gut, mit den Kindern ist nicht immer nur Glück, kann auch manchmal anstrengend sein. Aber Kommunikation ist natürlich ganz wichtig für das eigene Wohlbefinden, weil das ist ja ein ganz urmenschliches Bedürfnis, sich auszudrücken. Aber eben, ich glaube, die Art und Weise, da müssen wir wirklich auf die Achtsamkeit schauen und auch überlegen, ist das jetzt unbedingt nötig? Muss ich jetzt irgendwie alles posten, was ich gerade mache? Hat das irgendeinen Mehrwert? Interessiert das irgendjemanden? Oder kann ich es vielleicht auch einfach mal für mich behalten? Oder eben die Parkbank und vielleicht den Blick von der Parkbank auch einfach mal für mich genießen, ohne ihn sofort fotografieren und teilen zu müssen? Das war doch schon eine Frage, die anschließt an meine Abschlussfrage. Wir kommen schon zum Ende der ganzen Veranstaltung und ich möchte noch einmal ins Jahr 2035 blicken mit dir. Wenn wir uns vorstellen, wir sind im Jahr 2035 und wir blicken jetzt auf heute zurück, was müsste passieren, damit du sagst, wir haben uns in der Kommunikation weiterentwickelt? Ich glaube, ich brauche einfach nur zusammenfassen, was jetzt von den tollen Impulsen aus dem Publikum kam. Also ich glaube, wir müssen auf die Werte achten. Wir müssen wirklich überlegen, für welche Werte wollen wir einstehen und wie wollen wir die Werte auch kommunizieren, welche Plattformen wollen wir dafür nutzen. Wir sollten miteinander in der Kommunikation, egal welche Plattform wir nutzen, egal welche Technologie wir nutzen, achtsam sein. Und wir sollten eben die Werte auch als Unternehmen in Form von Ethik wirklich vertreten und da auch für Regeln einstehen, für Selbstverpflichtungen, damit Kommunikationsformen, damit Technologien eben auch wirklich in Zukunft ethisch genutzt werden können. Und ich glaube, dann können wir auch 2035 glücklich miteinander kommunizieren. Das würde ich mir sehr wünschen. Da ich auch... Ja. Da ich auch Optimistin durch und durch bin, gefällt mir das als Schlusswort sehr gut. Liebe Lena, vielen Dank, dass du da warst heute oder dass du noch da bist. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Wir haben für dich auch was da, ja, vorbereitet. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es übergibt. Da ist wieder Kommunikation immer wichtig. Ich sage einfach schon, was es ist. Ein paar Kleinigkeiten vom Café Luitpold und auch von der Landeszentrale eine Publikation genau zu diesem Thema Kommunikation, auch bei Fake News zum Beispiel. Und das andere ist, geht eher um Werte. Und wenn es euch oder Ihnen gefallen hat, die Idee ist, dass das jetzt jeden Monat stattfindet, immer am ersten Mittwoch im Monat. Das heißt, der nächste Termin ist der 3.11., und da haben wir auch ein nächstes Thema. Es geht ja immer darum, wie leben wir im Jahr 2035? Und da werden wir darüber sprechen, was bleibt vom Generationenvertrag 2035? Es wird also um Gesellschaftspolitik gehen. Und zwar mit der Autorin des Buches Macht Platz, Madeleine Hofmann. Sie wird dann eben auch zu Gast sein. Es wird ähnlich ablaufen. Und die Idee ist auch wie heute, dass nach dem Dialog, nach dem Gespräch, man noch da bleiben kann. Es gibt jetzt wieder Musik. Sie können sich den nächsten Aperitivo bestellen oder auch was essen. Also Sie können auch gerne zum Essen da bleiben. Die Tische können Sie einfach weiter nutzen oder auch aufstehen und sich vernetzen. Das war auch unsere Idee von dieser Veranstaltung. Also nutzen Sie bitte die Zeit. Und wir würden uns als Landeszentrale noch freuen, wenn Sie uns auch Feedback geben, weil das ist ja wie gesagt die erste Veranstaltung. Und da würden wir uns freuen, es ist so ein QR-Code auf diesem Zettel, auf Ihrem Tisch, aber auch per Mail verschicken wir das nochmal. Wir haben eine Evaluation angelegt, also da bitte auch Feedback hinterlassen, kommunizieren Sie sozusagen mit uns. Wir wollen immer auch besser werden. Und auf eine Veranstaltung möchte ich dann noch hinweisen, oder Stefan hat mich darum gebeten, am 13. Oktober um 19 Uhr wird hier eine spannende Veranstaltung stattfinden mit der Tochter von Wolfgang Bosbach, Caroline Bosbach, im Gespräch mit Peter Felix Berger, und zwar Schwarz auf Grün, was die schweigende Mehrheit umtreibt. Also es wird vielleicht eher um das Gegenteil von Kommunikation gehen. Also auch spannend, am 13.10. herzliche Einladung dazu. Und jetzt wünsche ich allen viel Spaß beim Vernetzen und noch weiter den Abend genießen. Schön, dass Sie da waren, schön, dass ihr da wart. Und nochmal danke an dich, Lena. Danke euch. Thank you.